Und damit herzlich willkommen, Freunde, zu meinem nächsten kleinen Let's Play-Projekt. Und zwar ist das das Spiel Spore, Freunde. Ja, dass ich jetzt anfange, ist so eine kleine Spontanaktion gewesen. Ich habe mir einfach gedacht, ja, ich habe im Moment viel Zeit und ja, warum nicht als Samstagsprojekt einfügen? Genau, das Spiel wird jetzt am Samstags immer kommen und zwar... Ja, ich sag mal so 19 Uhr so in dem Dreh, Samstagabend, damit auch alle schön Zeit haben. Und ja, dann würde ich mal sagen, ist Spore, das ist ein Evolutionssimulator, Freunde, von EA. Und Maxis war das, genau. Und kommt aus dem Jahr, glaube ich, 2008, ist minimal was neuer, was ich sonst spiele. Aber es geht schon, genau, Freunde. Hier geht's direkt los. Wir machen quasi die Evolution mit unserer eigenen Rasse durch. Das heißt, vom Einzeller über Bakterium bis hin zu Kreaturen, ja, moderne Menschheit und am Ende hier geht's in den Weltraum. Und genau, wir machen quasi die ganze Menschheitsgeschichte durch und das finde ich doch mal sehr interessant. So, ich freue mich jetzt riesig darauf. Das wird schön süß bescheuert, sag ich einfach mal so. Und ja, wir haben jetzt hier so ein paar Planetenauswahl, wo wir drauf anfangen können. Ich muss mal schauen. Genau, hier ist nämlich auch noch so RTS, also Real-Time-Strategy-Elemente drin, aber das dazu später, Freunde. Würde ich mal sagen, nehmen wir hier die schöne grüne Kugel. Und wir fangen in der Zellenphase an, Freunde. Beginne ganz am Anfang. Entwickle deine eigene Schöpfung von ihren bescheidenen Anfängen im Wasser bis hin zur intelligenten Spezies auf der epischen Reise von Spore. Genau, Freunde. Nehmen wir jetzt mal hier unsere Ernährung. Ich würde sagen, wir fangen als Fleischfresser an, weil das ist am Ende leichter. Genau, so sehen wir aus. Das ist so bescheuert, Leute. Aber da freue ich mich. So, Schwierigkeitsgrad normal. Ich spiele jedes Spiel auf normal, Leute. Und ja. Jetzt können wir uns hier benennen. Da würde ich mal sagen, Leute, ich nenne mich erstmal Semi, klar. Aber ihr könnt euch dann einen Namen aussuchen. Also ich werde dann, ja, einen Tweet machen auf Twitter und dann könnt ihr quasi sagen, wie unsere Rasse heißen soll. Genau, und ich werde dann versuchen, hier einen Namen zu finden. Gut. Leute, dann würde ich mal sagen, geht's direkt mal los hier. Erste Cutscene. Genau, Freunde, hier sind wir nun. Also wir sind gerade mit einem Asteroiden auf unseren netten grünen Planeten gekommen. Und ja, wir fangen jetzt quasi hier als Einzeller an. So, dann lese ich das mal vor. Willkommen im Gezeitentümpel. Jede deiner Entscheidungen bei Spore beeinflusst deine Zukunft. Als Zelle musst du fressen, wachsen und dich weiterentwickeln. Das Wachstum wird unten in der Fortschrittsleiste angezeigt. Also hier unten, ne? So. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Wenn du frisst, sammelst du DNA-Punkte. Diese kannst du in neue Teile investieren, um deine Zelle weiterzuentwickeln. Genau, es gibt also später noch Körperteile und alles. Also das wird richtig cool, Freunde. Fortschritt führt zu Wachstum und deine Welt wird größer. Alles klar, wir sehen das hier oben. Ne? Du bist ein Fleischfresser, das heißt, wir müssen hier diese roten Dinger sammeln. Drücke ich einfach mal drauf. Und zack. Dann frisst er die. So. Wir müssen uns jetzt erstmal hier hauptsächlich von Fleisch ernähren. Da haben wir hier jetzt noch... wo war denn das? Hier unten. Hier, diese Ansicht. Die wird später wichtig, weil die sagt, ob wir friedlich oder böse sind, sage ich mal so. Und, ich werde versuchen, hier im Mittelbereich mich zu bewegen. Das heißt,
hier in der Phase hier auf Wirtschaft zu gehen. Und ja, deswegen muss ich jetzt erstmal natürlich Fleisch fressen. Allerdings wird die Kurve dann nach unten gehen, Richtung Fleischfresser, sprich aggressiv. Und das möchte ich nicht, Freunde. Ich möchte hier in der Mitte bleiben und deswegen werde ich zwischendurch auch mal nochmal ein paar Pflanzen fressen. Genau, wir sind am Anfang. 0 Milliarden, 0 Millionen, 0.000, 0 Jahre. Gut. Wir können als Fleischfresser auch hier so andere kleine Zellen fressen. Schaut mal, hier ist so ein Minnow. Sehr schön viele Augen, Leute. Und ja. Ach, was ist das cool hier, dass ich das jetzt hier spielen kann, Leute. Guck mal, wie die Augen aussehen. Ach ja. So, dann schwimmen wir dahin. Und okay. Gut, wir haben jetzt unsere 5 Fleischdinger gegessen und wir sind gewachsen, wie ihr seht. Und haben jetzt hier auch schon ein paar andere Gegner hier. So, schaut mal, Knasti. Und da ist ein Riesending, schaut mal. Und ja, hier oben haben wir jetzt auch noch sowas. Na komm, nimm das, das ist ein Stachel, Leute. So, Stachel, wir haben was aufgesammelt. Ein Teil, ein Körperteil. Und ja, das ist unsere erste Verteidigungswaffe. Rufe einen Partner, um dich, um den Zellendesigner zu öffnen, Leute. Ich würde sagen, ich fresse jetzt hier noch so ein bisschen so die Dinger weg und dann mache ich das mal. Leute, das ist so süß. Schaut mal. Das ist so süß, Leute. So, dann. Genau. Ach, ist das süß. Ja, die haben sich jetzt gepaart und jetzt können wir hier quasi einen neuen, eine neue Kreatur aufbauen, quasi von unserer Spezies. Und ja, jetzt sind wir hier im Zellendesigner, Freunde. Du kannst den Modus in jedem Designer mit einem Klick auf den Modus-Buttons ändern. So. Bevor du zum Zeitentümpel zurückkehrst, kannst du das Ganze im Malen-Modus farblich ein bisschen aufpeppen. Ah ja, okay. So, Leute, jetzt haben wir hier die verschiedenen Körperteile. Und diese Augen, Leute. So, ja, wir können jetzt hier alles verändern, unsere Kreatur. Das heißt, wir können hier fett machen. Wir können den auch ganz klein machen. Also das ist alles. Körperteile können wir groß klein machen. Das ist so super. Und aber ich glaube, da wir jetzt erstmal noch am Anfang sind, nehmen wir diese Augen da weg. Die sehen ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Ich nehme lieber hier so ein normales Auge hier. Normales Perlenauge. Okay. Und dann würde ich sagen, machen wir die mal hier vorne ein bisschen größer und hinten ein bisschen kleiner. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, oder? Hier diese Flagellen, die sind zur Fortbewegung da. Sehen wir hier auch, ne? Flagellen, die bringen einen Tempopunkt. Genau, die bringen Sehvermögen. Hier die Augen ist klar, ne? Und der Filtermund ist für Pflanzenfresser. Allerdings, ja, sind wir Fleischfresser und deswegen können wir keine Filtermühle mehr bauen, mehr dran bauen. Hier den Stachel, den haben wir eben aufgesammelt. Kostet 10 DNA-Punkte. Hier unten haben wir 13 DNA-Punkte. Von den Sachen, die wir eben ja gefressen haben. Und dann würde ich mal sagen, packen wir uns die Stachel. Was? Was war das denn? Was war das denn da gerade? Habt ihr es gesehen? Das war irgendwie so komisch. Naja. Dann würde ich sagen, packen wir uns die Stachel einfach mal hierhin, einfach so zur Selbstverteidigung, damit keiner von der Seite ankommt. Och Gott, Leute, das ist so niedlich. Und ja, genau. Und hier oben sehen wir, wie viele Teile wir haben können. Also wir können noch so ein paar Sachen später dran bauen, das ist kein Problem. Und hier sehen wir, ne, unsere Fähigkeiten. Sehvermögen, klar, wir können sehen. Angriff und Zerstörung. Das ist durch den Stachel hier. Die können wir auch noch mal ein bisschen größer machen. Ich glaube, so passt das. Und ja. Und das Tempo, das können wir später noch erweitern. Aber seht ihr gleich, Freunde. Seht ihr alles gleich. So, dann würde ich sagen, bemalen wir mal ein bisschen hier. So. Versuchen wir doch mal hier unserer Kreatur mal ein bisschen Farbe zu verleihen. So, das sieht ein bisschen komisch aus. Also durchsichtig, das finde ich gar nicht mal so schlecht, Leute. Durchsichtig ist Hardstyle. So würde ich mal sagen. Ja, das sieht doch gut aus, oder Leute? Das sieht doch gut aus hier mit so ein paar Pünktchen noch so. Und ja,
Genau. Jetzt können wir unsere Spezies nochmal benennen. Ach, den Planeten habe ich eben benannt. Ne, richtig. Genau. Ja, aber das kann man später auch noch alles ändern. Also ist kein Problem. So, Leute, dann nehme ich mal mich Sebi und ihr könnt ja mal ein paar Namensvorschläge reinschreiben in die Kommentare oder bei Twitter. Ja, genau. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder raus. So, dann geht's mal weiter hier. Jetzt haben wir uns. So sehen wir jetzt aus, Leute. Und jetzt haben wir so ein paar Verteidigungswaffen hier noch. So, dann würde ich mal sagen, versucht den mal zu fressen da. So, jetzt haben wir nämlich unsere erste andere Kreatur gefressen. Und ja, gut. Wir sehen hier unten, dass wir bald nochmal wachsen, Leute. Das hier, das sind so verschiedene Phasen hier in dem Bereich. Und wir müssen noch Körperteile sammeln, ne? Zellenteile. Genau, dann würde ich sagen, mache ich das einfach mal. Komm, hol dir den da unten. Los. Ah, da ist ein anderer. Komm dann. Mach den mal kaputt da. Und mit dem Stachel schön. Zack. Das war gut. So. Und wir wachsen weiter, Freunde. So, das da hinten, das ist ein Pflanzenfresser. Der hat eigentlich keine Teile. Aber den mache ich einfach mal trotzdem mal kaputt hier. Der hat auch keine neuen Teile, ne? Gut, Leute, ich muss aufpassen. Der hat auch keine neuen Teile. Geh bloß weg, du Blödmann. Oh, wie süß. Oh Mann, geh bloß weg! Verdammt nochmal, lass mich in Ruhe. Wenn wir hier sterben, Freunde, das ist nicht schlimm. Wir werden dann einfach respawned. So, dann mach mal hier die kaputt hier. So, wir wachsen weiter, Leute. Oh, jetzt geht's richtig ab hier. Schaut mal. Jetzt sind hier richtig viele Kreaturen. Und sehr gut, Leute. Wir haben die Düse. Die Düse ist das schnellste Körperteil hier in diesem Gezeitentümpel. ja. Ja, dann, wenn du schon so... Diese Sounds hier, die sind einfach so herrlich, Leute. Und ja, dann fress dich mal weiter durch hier. Und wenn wir in die nächste Phase gehen... nein, ich rufe noch keinen Partner. Ja, dann... Leute. Ich will noch das eine Fleischstückchen hier. So. Jetzt können wir nämlich den Partner... Oh! Ja, super, Leute. Boah, da hat mich einer vor... ja, da ist jetzt gerade einiges passiert. Da hat mich einer ausgesaugt. Und wir haben eine... Wir haben hier so ein Ding da bekommen. Schaut mal, wie süß das ist, Leute. Pinkchen. Ach Gott. Ja. So, dann rufe ich mal einen Partner. Was ist so? Ach ja. Ja, dann macht mal. Ach, herrlich. So, dann geht's mal nochmal hier in den, Zelleneditor. Und wir können jetzt hier, wie ihr seht, schon einiges mehr bauen. Schaut mal, wir haben jetzt hier die Zilien. Ich glaube, die werde ich jetzt anstatt diese Flagellen machen. Weil die können sich schnell drehen. Dadurch können wir uns dann schnell drehen, Leute. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber dadurch reicht das... Ja doch, das geht noch. So fehlt der Mund. Ich wollte eigentlich die Düsen noch haben, aber dafür haben wir zu wenig Punkte. Das Aussehen lasse ich erstmal so, Freunde. Ich würde mal sagen, den Filtermund, den packe ich... Oh Mann. Ja, das ist so lustig, Freunde. Das ist so witzig hier. So, ja, den Filtermund packe ich mal hier an die Seiten. Damit wir auch noch mal ein paar, ja, Pflanzen fressen können. Und ja, dann würde ich mal sagen, haben wir unsere zweite, Mutation quasi schon hinter uns. Da wir jetzt auch Pflanzen fressen können, Freunde, können wir jetzt nämlich auch hier diese grünen Dinger fressen. Schaut mal. Das ist auch wichtig, weil wenn wir hier unten... Ah, das ist ein aggressiver da. Ach, du Penner. Das ist ein aggressiver... Ah, wir sind gerade nicht die schnellsten. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Aber, ja... Genau, wenn wir fressen, heilen wir uns auch. Und ich guck mal gerade hier unten drauf. Da seht ihr es jetzt. Wir haben jetzt sehr viel Fleisch gefressen in der Zwischenzeit. Aber wir fressen jetzt auch wieder Pflanzen. Das heißt, wir bewegen uns wieder in Richtung Mitte. Und
Das würde ich mal sagen. Ja, hier ist alles aufgezeichnet. Von der ersten Generation zur zweiten, zur dritten, Leute. Gut, ja, wie gesagt, ich fokussiere mich jetzt erstmal aufs Pflanzenfressen. Gut, dann fress ihn direkt mal. Gerade eben hat er uns geärgert und jetzt haben wir ihn aufgefressen. So schnell geht das hier, Leute. So, in diese Strömung kann man immer schön mitschwimmen. Das, da ist man dann schneller. Gut, dann fress den mal hier los. Genau, Leute. Und wir haben 3 von 6 Zellteilen. Wir brauchen eigentlich noch mehr Zellteile, ne? Weil ich möchte das gerne komplettieren hier. So, irgendwo... Ich habe diesen Sound da ge... Oh, Leute. Um Gottes Willen. Ah, heil dich los. Ich habe irgendwo hier so ein... Ja, danke. Natürlich. Und den, genau. Leute, da ist der Saugrüssel. Sehr gut, Leute. Da ist nämlich der Saugrüssel jetzt. Das ist für alles Fresser. Das heißt, den Saugrüssel werde ich auch gleich ausrüsten. Allerdings, wo ist denn hier gerade jetzt noch das Teil... Oh, das Teil erschienen. Hier war noch ein Zellteil. Ah, da sind wir jetzt zum ersten Mal gestorben, weil wir da in den Stachel reingeschwommen sind. Aber das ist nicht schlimm, Leute. So, dann sammeln wir das grüne Ding da. So, und wie sieht's denn hier aus? Geschichte. Ja, ich muss noch ein bisschen mehr Pflanzen fressen. Ne? Ein bisschen mehr Pflanzen fressen, aber bis da. Da, seht ihr das? Da ist so ein Meteorit. Das heißt, da ist ein Zellteil drin. Und zack, was ist das? Gift, Freunde, Gift. Wir können Gift spucken. Das wird interessant. Ah, da ist noch so ein Sauger hier. Ja, der versucht... Okay, mach den kaputt, los. Ich muss aber eigentlich Pflanzen fressen, ne? Das ist gerade so ein bisschen... Ja. So, wir sind weitergewachsen. Musik hat sich völlig geändert. Das finde ich auch so... Ah, der hat Strom hier. Schaut mal, der hier, der hat Strom. Dann mach den mal kaputt, los. Jag den mal. Und hol dir die Stromschläge. So, Leute, wir sind komplett. Komplettist. So, wir können jetzt nämlich auch Stromschläge austeilen. Im Wasser. Ja, das ist im Wasser, Leute. Und, ja, dann würde ich mal sagen... mach den mal kaputt da, los. Die sind nämlich überaggressiv hier, diese Leute da. Oh Mann. Alles klar. Oh Mann, Leute. Das ist so bescheuert. Alles klar. Gut. Dann sind wir jetzt wieder in unserem schönen Editor. Das allererste, was ich machen werde, ich mache mal beide Münder weg und nehme hier diesen Saugrüssel. Der ist nämlich ideal, um Allesfresser zu werden, Leute. Der saugt nämlich alles aus. Macht ihn einfach mal größer. Ich weiß, das sieht jetzt total bescheuert aus, aber was soll man machen? Das ist halt so, Freunde. Gut, für die Düsen haben wir immer noch nicht genug Geld, ne? Das ist irgendwie... Wir brauchen 2 mehr, okay. Wir brauchen 2 mehr, wisst ihr was? Ich sammle die 2 jetzt noch und dann rufe ich direkt nochmal einen Partner. Da ist ein... Oh, da ist ein aggressiver Typ da. Geh weg. Hau ab! Du Blöder! Haut ab hier! Oh, Leute. Boah, Gott sei Dank. Wenn wir diesen Sound hören, diesen bedrohlichen, dann greift uns eine größere Kreatur an. So, und da müssen wir dann mit unserem Stachel hier arbeiten. Verdammt nochmal, die sind so aggressiv, ne? Die sind so aggressiv, die Leute. Das ist unglaublich. Aber dann... Ah, verdammt. Da hat der Riese uns noch gekriegt hier. Das ist nicht schön, Leute. Aber ist egal. Genau, das ist so. Ja. Alles klar. Genau, Leute. Ja. Alles klar. Hä? Wieso fehlt mir jetzt noch einer? Okay, das ist blöd. Moment. Dann muss ich da jetzt nochmal gucken. Ah, stimmt, weil der eine mich da... Oder? Moment.
Ja, weil der eine mich angedamaged hat, habe ich mich geheilt, statt hier so einen Punkt zu kriegen. So, jetzt können wir das Ganze nochmal machen. Ach Gott, Leute, das ist so süß. Genau, Leute. So sieht Geschlechtsverkehr bei Zellen aus. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, können wir hier noch die Düsen dran machen. Genau, Freund. Das ist nämlich ein wichtiges Item. Die machen wir hinten dran, würde ich sagen. Genau dieser Sound. Diese Sounds, Leute. Hört euch das mal an. Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier hinten unsere Düse. Und dann würde ich mal sagen, geht's mal weiter hier in den Kampf hier. So. Sehr gut. Seht ihr das? Wir sind jetzt schon viel schneller, Leute. Hey, du Blöder. So. Wow, was ist denn hier los, Leute? Die fighten sich da gerade für... Oi, oi, oi. Ja, ich muss jetzt... Wir sind jetzt nämlich größer geworden nochmal. Und... Wo war denn der Shortcut hier für das hier? Ist egal, ich muss nochmal mehr Pflanzen fressen. Okay, dann lasse ich die anderen Kreaturen jetzt erstmal nochmal in Ruhe hier. Und ich brauche Pflanzen, Leute. So, ich brauche einfach nur Pflanzen. Geh weg. So, ich brauche Pflanzen hier. So. Ey, ihr Blöden. Keine Ahnung, was ihr seid. Gut. Alles klar, den haben wir ausgesaugt hier. Oh, das ist Gift, Freund. Das hier unten ist Gift. Was willst du denn? Ja, dann saug den halt aus. Der wollte mich schon wieder da nerven, da. Ja. So, das ist gut. So große Pflanzen hier sind immer gut, Leute. Ich schlürfe mir jetzt nämlich mal hier immer so ein Zeug hier weg. Da unten ist noch mehr, Leute. Habt ihr gesehen? Hier ist noch mehr. So, genau. Erstmal ein paar Pflanzen fressen hier. So, und zack. Sehr gut. Wir sind wieder gewachsen. Und die Musik hat sich wieder geändert. Ah, schaut mal. Hier ist ein Nachkomme von uns hier. Sebi, schaut mal. Ah, oh Gott. Geh weg. Geht ihr bloß weg, ey. Ja, diese Dinger, die kann ich jetzt nicht mehr fressen. Weil ich ja jetzt hier diesen Saugrüssel habe. Ne? So, wie sieht es hier aus? Ja, das sieht doch okay aus, würde ich mal sagen. Oh, was ist das denn hier? Der ist ja auch schnell, Freunde. Schaut mal. Oh, ist noch so ein Riese da. Verdammt. Egal, dann heil dich halt. So, okay, dann hau bloß ab, ey. Kein Bock hier auf so Riesen. So, da ist noch so ein Schneller hier. Der hat ganz viele Düsen. Schaut mal hier, diesen Jetster. Ja, und was ist das hier für einer? Was ist da oben? Was ist das da für einer? Dieser Agro-Typ hier. Nee, das ist kein Pufffisch, Leute. Das hier ist ein... Ach, verdammt, ich kann es nicht gucken. Okay, egal. Und, ja. Gut, dann fresse ich jetzt hier noch meine paar Pflanzen. Jetzt, so, du bist das doch, ne? Du warst das doch, Junior. Ah, genau, Junior. Alles klar, Leute. Und wir sehen, hier ist noch ein Riese. Schnurf. Das ist so... Diese Namen hier, ey. Schnurf, Junior... Was ist das da? Megamaul. Also, ja, der hat 5 Münder oder so. Krass, Leute. Krass. Okay, dann würde ich mal sagen, hau mal schneller ab hier. Der versucht uns nämlich dazu. Ja, dann versuch's. Gut. Dann mach den kaputt. Blöder 5 Mund. Schaut dir mal hier. Die sind heftig hier. Die sind so riesig. Und aussaugen. So. Gut. Haben wir jetzt hier noch... Ah, das passt. Wir werden in der Mitte rauskommen, Leute. Das passt. Wie ihr nämlich seht, sind wir kurz vorm Ende der ersten Phase. Und... Oh, hier ist Gift. Hier ist Gift. Da bitte... Brr, okay. Da bitte nicht reinschwimmen, wollte ich gerade sagen. Und... Ja, wir haben jetzt quasi fast die erste Evolutionsphase überstanden, Freunde. Und zwar hier die Zellenphase. Wir wollen jetzt nur noch eine Zelle hier platt machen. Oder hier so was Grünes fressen. Oder hier so, genau. Cutscene, Leute. Wir haben ein Gehirn.
Ja. Glückwunsch, du bist auf dem besten Wege, ein Bewusstsein zu entwickeln. Glückwunsch, beim Schwimmen im Schlamm kann dir keiner das Wasser reichen. Wenn du bereit bist, die große, weite Welt zu erobern, klicke auf Weiterentwickeln. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, das mache ich aber jetzt erstmal noch nicht. Ich mache jetzt erstmal hier nochmal so ein... sowas hier. So eine Liebe. Und, würde ich sagen, bereiten wir uns mal drauf vor. Wir stehen jetzt nämlich kurz vorm Eintritt in die Kreaturenphase, Freunde. Da würde ich mal sagen, brauchen wir jetzt hier so ein... Wir können hier nämlich noch eine Sache hinzufügen. Dann würde ich sagen, nehme ich einfach mal hier das Gift. So, ein bisschen mehr Waffen zu haben ist immer gut. Und es sieht so komisch aus, Leute, wirklich. Aber es ist egal. Gut, dann würde ich mal sagen, haben wir es jetzt hier geschafft. Wir sind jetzt hier, wir sprühen jetzt hier unser Gift. Und ja, wir können jetzt hier. Genau, Geschichte. Die Zeitachse zeigt die Geschichte deiner Aktionen in der Zellphase an. Du hast Wesenszüge entwickelt, die dir einzigartige Fähigkeiten bescheren, von denen zukünftige Generationen profitieren werden. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Genau, Leute, wir waren eigentlich die ganze Zeit Allesfresser. Und das ist genau das, was ich haben wollte, weil Allesfresser ist später noch übertrieben wichtig. Weil wie wir hier sehen, wir haben jetzt hier so ein paar Fähigkeiten, aber dazu komme ich einfach später. Und ja, dann würde ich mal sagen, entwickeln wir uns mal weiter. Landung. Schließe die Zellphase ab und besiedle die Oberfläche des Planeten. Genau, Leute, schaut mal, wir können jetzt hier nämlich... Unsere Kreatur, ach Gott, ist das goldig, Leute. Das ist so süß. Wir können jetzt hier unsere Kreatur noch um Beine weiterentwickeln. Genau, Leute, wir haben jetzt Beine. Und würde ich mal sagen, nehme ich mal die hier. Schau dich doch mal an, Leute. Das ist einfach so krass. Und den Rest, würde ich sagen, lasse ich so, weil die Evolution sagt ja, ne, die ersten... Einzeller sahen ja auch so aus, ne? Also die ersten Landbewohner und die sahen nicht viel anders aus als die Zellen. Und da würde ich mal sagen, jo, lassen wir das mal so. Gut. Das sieht so witzig aus. Ach ja, Cutscene. So, wir sind jetzt in der Kreaturenphase, Freunde. Und der Ladebildschirm ist auch mega. So, da sehen wir hier unten ein paar Kreaturen. Blogle, Skibble. Ja, okay. Cutscene. Oh Gott, ist das goldig, Leute. Oh. Ist das süß. Genau, Leute. Jetzt sind wir quasi in der zweiten Phase angekommen, Leute. Ein neuer Tag bricht an und für dich eine seltsame und wunderbare Welt. Luft füllt deine Lungen, als du deine Gliedmaßen ausstreckst und deine neue Heimat betrittst. Das Festland, das Evolutionswettrennen hat begonnen. So, Freunde, meine Uhr wird jetzt gleich klingeln. Eine Sekunde. Und... Genau. Genau, Freunde. Dann würde ich mal sagen, ich lese euch das jetzt nochmal kurz vor. Willkommen an Land. Du bist nun eine Kreatur umgeben von deinen Nestgenossen. Um dich weiterzuentwickeln, musst du die anderen Spezies auf diesem Planeten kennenlernen und DNA sammeln. Also wie beim letzten Mal auch. Und neue DNA bringt deine Fortschrittsanzeige hier unten voran. Sehen wir es uns einmal an. Die Leiste zeigt deinen Fortschritt an. Sie füllt sich, wenn du Verbindungen mit anderen Spezies eingehst oder dafür sorgst, dass sie aussterben. Gehen wir nun zu deinem ersten Ziel. Hier stehen deine Ziele. Wie du siehst, ist Nahrung für dich überlebenswichtig. Schauen wir mal, wie man sich umsieht und Nahrung findet. Allerdings, Freunde, würde ich sagen, das speichere ich jetzt erstmal. Das Spiel wurde auf dem Planeten Sivi gespeichert. Alles klar. Und dann würde ich sagen, ja,
Wir sehen jetzt hier unser Nest mit so jede Menge süßen kleinen Kreatürchen. Und ja, wir können hier ranzoomen, das ist ganz cool. Dann können wir hier mal hier sowas machen. Ach, ist das süß, Leute. Und ja, mit diesem Tänzchen verabschiede ich mich für heute von euch. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen hier mit Spore. Und ja, das kommt jetzt, wie gesagt, immer samstags eine Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.